Mahlzeit, herzlich willkommen beim Ride-Review-Videomagazin. Die Freizeitparksaison ist ja eigentlich jetzt in soweit allen Parks schon vorbei, außer natürlich bei den Parks, die 365 Tage im Jahr aufhaben oder die eine Wintereröffnung haben. Nichtsdestotrotz waren wir für euch im Schwabenpark direkt einen Tag nach Saisonende, ist natürlich jetzt, wo ihr das Video seht, auch schon etwas länger her, und haben versucht, euch mal so einen kleinen Einblick zu geben, was alles in einem Freizeitpark passiert, wenn die Saison vorbei ist und die Off-Season anfängt. So was haben wir letztes Jahr schon mal im Fortfang gemacht, verlinke ich euch am Ende in der Endcard. Im Schwabenpark, da werden zum Beispiel auch die ganzen Karussells eingepackt. Das haben wir jetzt nicht gefilmt zum Beispiel. Und es gibt viele Wartungsarbeiten, Neubauten und Renovierungen und alles Mögliche. Was wir euch jetzt aber gleich zeigen, ist der Prozess von Gondeln und Booten rausnehmen aus den Attraktionen, um diese unterzustellen für den Winter. Vor allem halt in der Ecke ist es auch ein bisschen mehr mit Schnee und so. Und damit die halt unter Dächern stehen, werden die ganzen Sachen aus den Bahnen rausgenommen. Natürlich auch wartungsmäßig, aber das alles seht ihr dann jetzt im Video vorhin, wie das funktioniert, wie es läuft und teilweise, warum man irgendwelche Sachen machen muss, wie man sie machen muss. Viel Spaß! So, als erste Station von den Fahrgeschäften, die in die Off-Season gehen und auseinandergebaut werden oder eingemottet werden, sind wir bei der Papageienbahn, eine Monorail-Tretbahn, Hochtretbahn. Und wie ihr seht, sind die ganzen Gondeln noch drin. Es gibt hier kein Dach, also ist das Ganze nicht wirklich winterfest und die einzelnen Chasen müssen rausgenommen werden. Und man muss ernsthaft, wie ihr es zwischendurch auch gerade im Video schon gesehen habt, von ganz vorne die komplette Bahn abfahren, abstrampeln, bis hier hin, um die rauszunehmen. Und das gucken wir uns jetzt mit euch zusammen an. So, wir sind aber natürlich jetzt nicht einfach nur hier zum Filmen und blöd beim Arbeiten zuzugucken. Wir helfen jetzt auch mit, denn es werden erstmal vier Gondeln rübergefahren, dann werden die rausgehoben, dann kommen die nächsten vier rüber. Und weil man ja, wie gerade gesagt, komplett treten muss, sind wir viel zu gut für diese Welt und fahren jetzt auch ein paar Dinger darüber ein. Jetzt fragt ihr euch natürlich, warum. Das ist ja noch ein super gerades Stück, ne? Ist ja direkt hier am Weg und so. Warum fährt man denn die Gondel nicht bis davor? Da fängt aber die Stromschiene an und sobald man an der Stromschiene ist, ist wieder Kontakt und die Wagen werden automatisch nach vorne gezogen und dann ist der weg. Dann kann man den nicht mehr rausheben. Das ist dann ziemlich doof. Nachdem bei der Papageienfahrt die Gondeln rausgehoben wurden, sind wir jetzt beim Croco Splash, also Baby Lock Flume. Und auch hier müssen die Boote raus und die werden die noch mit vereinter Manneskraft aus der Rinne gehoben und auch hier wird dann halt dementsprechend alles winterfest gemacht. Wir sind jetzt hier bei dem nicht Mini, sondern Erwachsenen-Lockflumen vom
das Sägewerk heißt, glaube ich. Und wir sind jetzt gerade dabei, wie das letzte Boot aus der Rinne gehoben wird mit so einem Kran und so Gurten. Der so. Kran ist ein Bagger. Ja, okay. Der Kran ist eigentlich ein Bagger ohne Schaufel. Eigentlich relativ unkompliziert. Die Rinne ist schon abgepumpt und dann gib ihn, wa? Genau. Thank you.